Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Ja, wir haben jetzt nur noch einen Monolithen vor uns. Und ich will darüber. Wir wollen ja schließlich auch testen, was dieses Ding alles kann. Was ist das denn? Okay, weiter darf ich anscheinend nicht. Ui. Man muss ja nicht gegen alles ankämpfen. Das sieht nach einer Art Kett-Einrichtung aus. Mhm. Diese Arschlöcher haben meine beste Forschungsstätte übernommen. Sie werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen. Pirscher, wo ist denn der Hund? Ach nee. Hä? Ich kann sie absolut nicht. Oh, Scheiße. Achtung, Kett! Wo? Hab ich das schon längst gesehen? Oh, guck mal. Oh, nee. Und das gibt's. Oh, ich habe mich unsichtbar gemacht. Also ich muss da erstmal noch ein bisschen durchblicken, ey. Da haben wir noch einen. Der kommt da lang. Feindliche Shuttle im Anflug. Okay, dann bleiben wir lieber hier. Dann bleiben wir hier. Die kommen gar nicht zu uns. Vorrücken, Leute. Na, wo ist er denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn ich alleine schießen würde. So, wir haben hier noch einen. Und den knöpfen wir uns auch noch vor. Hallo. Warum Verstärkung? Wussten Sie, dass wir hier sind? Wie, es kommt schon wieder Verstärkung? Verarscht mich. Ich sehe nichts. So, da kommen wir nicht durch. Wir müssen hier lang. Thank you.
findet sonst nichts Außergewöhnliches mehr. Und wir müssen hier durch. Der Monolith ist gut geschützt. Wir müssen die Energieversorgung des Schildes unterbrechen. Okay, und wie tun wir das? Den Generator der Schilde deaktivieren, um Zugang zu Monolithen zu erhalten. Ja. Was ist davon der Generator? Leute. Der ist bestimmt auf der anderen Seite, ne? Da ist er doch. Hab ich. Ist aber immer noch. Aha. Okay, da ist jetzt aus. Dann haben wir haben bestimmt noch einen auf der anderen Seite. Wir müssen bestimmt beide ausschalten, damit wir ja, reinkommen, oder? Das ist auf jeden Fall ein Generator. Und hier ist das ganze Zeug noch an. Es ist immer noch. Hä? Wenn es in der Lage eine Vielzahl von Systemenergie zerstört wird. Wenn der Generator zerstört wird, werden die von ihm. Also so? Ich glaube, der ist kaputt. Ich dachte gerade, da landet schon wieder ein neues Schiff. So. Sie schon voll außer Puste. So, jetzt müssten wir eigentlich. Nee. Verarscht mich doch. Da lese ich nicht richtig oder ich bin ich einfach nur zu dumm für sowas? So. Cat-Generator, der in der Lage ist, eine Vielzahl von Systemen mit Energie zu versorgen. Wenn der Generator zerstört wird, werden die von ihm abhängigen Geräte deaktiviert und die Energiezufuhr zu den von ihm gespeisten Systemen unterbrochen. Ja. Den kann ich jetzt reparieren. Lustigerweise. Soll ich das mal machen? Toll. Das ist ja ulkig, ey. Jetzt ist er. Ich habe was übersehen. Aber was? Kann ich da oben hochfliegen vielleicht? Jawohl, kann man. Oh mein Gott. Ich hätte lange suchen können. Was ist das denn? Ein Behälter. Bringt auch nicht wirklich was, ne? Ich weiß ja jetzt nicht, ob man jetzt reingehen kann. Fakt ist, reinkommen. Also. Ah, da ist auch noch einer. Wir haben es geschafft. Hihi. 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 Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Ich hoffe, der ist auf unserer Seite, weil auf der Seite.
sind Sie? Das war ziemlich cool. Oh, klar war es das. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Ich bin der Pathfinder. Tatsächlich? Oh. Nennen Sie mich Ryder. Drag, Nagmore Clan. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Korgana nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Die Monolithen überprüfen. An dem hier waren die Kett sehr interessiert. Sie haben hier wohl schon sauber gemacht. Sind Sie traurig, dass keine übrig sind? Die Nexus weiß nichts über die Kett. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Kettbasen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was Sie können. Schön ist es nicht. Wissen Sie, wir könnten einen Korgana wie Sie gebrauchen, Drake. Schmeichelhaft, aber wissen Sie, wie viele Menschen ich schon sterben gesehen habe? Sie sind Fleisch und behindern mich nur. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Kette hinüber sind. Nichts mehr ungut. Mhm, schon okay. Gut, denn langsam langweile ich mich und die Kette werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Deck zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Ich will den haben. Je mehr, desto besser, oder? Aber er will ja nicht, ne? Wie können wir ihn denn dazu überreden? Junge. So, ich werde jetzt erstmal nicht auf Roboter schießen, bevor ich weiß. Ne, ich kann ihn gerade nicht wieder heranziehen. Aber was haben wir denn hier? Okay, suchen wir nach diesen Glyphen. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ja, wir müssen... Ich sehe doch schon, dass wir hier hoch müssen. Was ist denn da unten? Aha, guck mal da unten. Was ist denn da? Okay, Moment, ich muss gucken. Ach, hier gibt es so viel zu entdecken. Das ist echt faszinierend. Was ist da vorne noch einer? Die Strahlenbelastung nimmt zu. Wie lange schaffe ich das denn jetzt? Oh, nicht sehr lange. Das müssten jetzt genügend Glyphen sein. Das war einfach. Was ist denn das da hinten für ein Ring? So. Ihr Interfacing war erfolgreich, Pathfinder. Erledigt. Die Monolithen sind online und verbunden mit etwas im See. Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. Ich muss ich da jetzt mit dem Nomad hin? Oh. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ach ja. Der Nomad steht ja da hinten irgendwo.
Ach, was haben wir denn hier? Diese Komponente hat eine Sicherheitsmarkierung für Anlage 2. Sieht aus, als hätten sie hier ein Spezialprojekt gehabt. Suchen wir den Rest. Anton Darren T. Wir können nicht ungeschehen machen, was hier passiert ist. Aber wir können dafür sorgen, dass man sich an ihn erinnert. Ja, das können wir, Pathfinder. I got Neho. Miss Lockhart. Ein Feldlog, Pathfinder. Ausgegeben an patrouillierende Cat. Ich brauche keine Übersetzung, um zu wissen, wann ich einem Monster zuhöre. Erweitere Sprachendatenbank. Bin auf dem Weg! Ach, du sollst doch da gar nicht hingehen, ey. Ich hab mich nur vertan. So, hier fängt es jetzt wieder an zu ruckeln. Wenn wir jetzt mit dem Nomad einfach nur geradeaus da runterfahren, müsste das doch eigentlich funktionieren, oder? Huch. Ich denke. Einmal kurz nach dem Hund geguckt. Ja. Tralala. Und schnell rein da. Die Strahlenbelastung nimmt zu. So, ich kann jetzt einfach hier so runter, ne? Kann ich. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Cool. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Ich habe hier ein ganz komisches Geräusch. Tippen Sie B an, um in gefährlichen Situationen auszuweichen. Guck mal, das ist voll der Krieg. Die Cat kämpfen gerade mit den Viechern dieser Welt, dieses Planeten. Und soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Wir lassen die mal. Mit denen kämpfen. Wir mischen uns da jetzt mal nicht ein. Oh. Geschafft? Ja. Haben wir. Feinde im Abmarsch. Gegner vor uns! Hä? Oh. Das gibt's doch nicht, ey. Habt ihr alle kein Schießtraining die bekommen? Die hätten wir. Jetzt lass mich da gucken, wie ich da rüberkomme. Wie komme ich da hin? Mal auf die Karte gucken.
So, wir sind hier. Das ist hier. Ja. Aha, wir müssen hier hin. Eine Möglichkeit. Okay. Nur nicht jetzt so ins... Ja, keine Ahnung, warum er das jetzt nicht tut. Egal. So. Ich muss mich da selber erstmal noch ein bisschen zurechtlesen. Einmal hier drauf drücken. Was kommt aus dem See? Die Tech ist auch unterirdisch? Mal sehen. Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts. Wie geil ist das denn? Es bildet sich eine Brücke. Finden wir raus, wie robust sie ist. Das würde... Ach so. Wie soll er mit dem Dingens darüber fahren? Das meint der doch, oder? Nein. Das Shuttle von Peewee. Ich nenne sie einfach P. Oder B. Ich nenne sie einfach B. Hi, B. Ich muss mal da unten hin. Danke fürs... da ist es, Leute. Da ist es. Danke fürs Spülen. Hoffentlich hat die Demo Ihnen Spaß gemacht, um Ihr Abenteuer in Andromeda fortzusetzen. Kaufen Sie einfach die Vollversion des Spiels. Ihre Fortschritte werden automatisch übernommen. Natürlich können Sie die Welt auch noch weiter erforschen, bis Ihr Demo-Zugang endet. Ja. Meine Lieben, wir stehen jetzt hier vor. was ich jetzt noch so zum Abschluss sagen kann, die Demo hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich habe aber schon gesehen, dass wir ein paar... Also wir hatten da hinten auf jeden Fall so eine Art unsichtbare Mauer. Also wir können wohl doch nicht durch die ganze Spielwelt jetzt tudeln und irgendwelche Nebenaufgaben halt jetzt machen. Sonst würde ich das jetzt tun. Aber ich will mir auch ein bisschen mehr fürs eigentliche Let's Play aufheben. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Das waren jetzt, glaube ich, 12 Folgen waren es jetzt. So. Davon mal ab. Ich werde das Let's Play dennoch nochmal neu starten. Mit einem anderen Charakter. Also es wird zwar wieder halt eine Frau sein, eine Rider halt sein, das ist klar. Es wird auch wieder, aber es wird dann auch ein wieder selbst erstellter Charakter sein, aber ich werde ihn halt vom Aussehen her anders erstellen, weil ich mit der Person einfach, ich bin mit ihr vom Aussehen her einfach nicht zufrieden. Das sah im Editor am Anfang so klasse aus und im Spiel dann so, die Augen gefallen mir nicht, die Haare sind zu krass, das mit den Lippen, das passt mir nicht, also mir gefällt das nicht. Und wenn mir eine Figur vom Anfang an nicht gefällt, es sei denn, es ist ein Standardaussehen halt, dann kann ich mit der Figur einfach nicht spielen, weil ich versuche immer so gesehen so, ohne dass sich das jetzt blöd anhört, ich versuche immer mich darzustellen auf eine Art und Weise. Und ich fühle mich damit jetzt nicht wohl. Ja, deswegen werde ich jetzt dieser Gameplay-Test, so wie ich ihn jetzt benannt habe, soll sich ja auch eigentlich vom eigentlichen Let's Play abheben. Deswegen habe ich ihn ja Gameplay-Test genannt. Bleibt aber bestehen. Das heißt, am 23., wenn Mass Effect Andromeda rauskommt, werde ich sofort die Folgen hochladen an einem Tag, also sofort hochladen an einem Tag bis zu dieser Stelle, wo wir jetzt gerade sind. Zusätzlich ein und zwei Folgen, die die Geschichte weiter vorantreiben, damit ihr natürlich nicht ins leere Glas schaut. Die Leute, die sich natürlich gerne das eigentliche Let's Play, diesmal ohne Ruckler, versprochen, ansehen wollen, weiß ich nicht,
also nochmal gucken wollen, die können das halt tun. Die anderen, die sich das halt nicht ansehen wollen und erst da dann starten wollen, wo ich jetzt halt aufhöre, die können auch da gerne anfangen. Wie gesagt, am 23. werden dann zwei neue Folgen rauskommen, die dann halt weiterführend sind. Die werden natürlich dann aber halt im Laufe des Abends kommen. Und wundert euch nicht, dass ich auf einmal vielleicht 10 Folgen vorher rausballer mit, weil das ist ja halt von dem anderen Charakter. Ja. Was weiß ich nicht was. Schaut euch den an, schaut euch den anderen Anfang auch nochmal an. Schaut euch da erst da an, wo es aufgehört hat. Denkt euch von mir aus, jetzt ist die Haarfarbe gewechselt, was auch immer. Ich mache es auf jeden Fall so. Und ich will halt gucken, wie das mit den Rucklern aussieht. Weil, wie gesagt, ich habe nachgeguckt und habe an sich eigentlich gar kein Problem. Ich habe jetzt in den letzten 2 Folgen mal die Grafik ein bisschen runtergeschraubt. Wirklich, wirklich runtergeschraubt. Und es ruckelt trotzdem. Mein PC erfüllt die Anforderungen auf jeden Fall. Selbst die Grafikkarte, ich habe mich da auch mal erkundigt, weil ja empfohlen steht ja die 1060. Aber die 980er ist weitaus besser als die 1060. Arbeitsspeicher liegt es auch nicht. Und ich habe halt im Internet gelesen, dass es viele gibt, die sich beschwert haben halt oder halt auch gemeckert haben, dass sie auch diese Ruckler halt haben. Ich werde mal sehen, vielleicht läuft es ja besser. Was ich noch sagen kann, es waren auch viele von dem Charaktereditor enttäuscht. Ich kann aber sagen, dass an dem Tag, wo Mass Effect Andromeda also rauskommt, kommt auch direkt ein, wie heißen die, Day One Patch raus. Der soll den Charaktereditor wohl ein bisschen fixen oder ein bisschen erweitern. Ich möchte es aber nicht zu 100% in Stein meißeln, weil ich mir da jetzt halt nicht so sicher bin. Ich höre halt auch nur etwas und kann es nur weitergeben, was ich höre. Oder was ich halt lese. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir Mühe gegeben, euch alles zu zeigen, dass ihr einige Sachen selber lesen musstet. Tut mir leid, aber diejenigen, die mich kennen, ihr wisst, ich kann absolut nicht gut vorlesen, außer ich lese halt sehr, sehr schnell vor. Und es ist eigentlich besser, wenn ich es halt kurz aufblende, ihr macht Stopp, ihr lest es selber für euch durch, weil meistens versteht man es sowieso dann erst besser, wenn man es selber liest, als wenn es einem vorgelesen wird. Ich habe das auch, ich musste vorhin auch bei dem Rätsel, ich musste es ein paar Mal lesen, um es überhaupt zu verstehen, weil ich irgendwie gerade gar nicht so bei der Sache bin, weil das alles so neue und so große Eindrücke sind in diesem Spiel. Was ich noch sagen kann, was gefällt mir an Mass Effect Andromeda? Das Mass Effect Andromeda gefällt mir im Prinzip bis jetzt sehr, sehr gut. Klar, der Charaktereditor war etwas enttäuschend. Ich muss zugeben, dass er bei Dragon Age Inquisition wesentlich besser war, weil hier kann man sich wirklich nur einen Kopf auswählen und den Kopf kann man, da kann man nur die Wangen und das Kinn und die Nase ein bisschen verändern, aber man kann nicht komplett eine andere Nase auswählen, einen anderen Mund auswählen, die Ohren irgendwie anders auswählen oder sonstiges. Toll, dafür hat man zwar andere Frisuren beigekriegt und bessere Haarfarben, aber die Narben sahen bei Dragon Age Inquisition auch wesentlich besser aus. Dafür sind die Tattoos viel, viel toller, was mir sehr gefällt. Die Mimik gefällt mir nicht ganz so. Sie wirkt irgendwie ein bisschen zu sehr aufgesetzt. Ist aber halt eine Gewöhnungssache, ne? Ich meine, viele hypen auch immer noch Mass Effect, die alten Mass Effect-Teile, und da war die Grafik, naja, ne? Ich meine, sie war damals zeitgemäß, aber sie ist ja jetzt auch nicht die beste halt gewesen. Wenn man sie jetzt mit den heutigen Grafiken vergleicht. Ich habe mir jetzt auch letztens Horizon Zero Dawn habe ich gespielt, hatte ja vorher den Witcher Wild Hunt gespielt. Und den Witcher Wild Hunt habe ich auf Ultra auf dem PC gespielt und Horizon Zero Dawn habe ich auf der PS4 gespielt. Und ich soll ich euch ganz ehrlich was sagen, die Grafik auf der PS4 von Horizon Zero Dawn fand ich wesentlich besser als auf dem PC Ultra von The Witcher Wild Hunt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Es ist, ich möchte nicht wissen, wie Horizon ausgesehen hätte, wenn man das auf dem PC mit Ultra-Einstellungen hätte spielen können. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Mass Effect.
Scott habe ich ja noch gar nicht gehört. Muss ich dann halt nochmal gucken, wie der Typ sich dann halt anhört. Aber das werden wir halt erfahren, wenn der halt auch irgendwann mal aufwacht. Wir haben jetzt Peavy kennengelernt. Peavy wird sich auf jeden Fall unserem Team anschließen. Genauso wie der Kroganer, das weiß ich. Die werden sich auch unserem Team anschließen. Ich hoffe, dass wir die Turianerin auch irgendwann mal in unser Team mitnehmen können. Wenn sie einfach nur da rumsteht und einfach nur zuguckt und all sowas. Ich weiß nicht. Ja, auf die Romanzen bin ich sehr gespannt, weil es soll ja ein, was haben sie gesagt, Galaxy-Porno werden? Keine Ahnung, was, man munkelt sowas. Die Synchronstimme von der guten Ryder gefällt mir nicht. Sie passt irgendwie nicht, also es ist meine Meinung, sie passt irgendwie nicht. Dann hatte das noch ein Zuschauer von mir, ist ihm das aufgefallen und mir ist es dann auch aufgefallen. Der hatte ja vorher gesagt, dass ihr euch den Namen ja auswählen könnt, den Vornamen. So, und wenn ihr aber die Standardnamen beibehaltet, Scott und Sarah, dann werden euch einige Gruppenmitglieder auch Sarah oder Scott nennen. Andere werden euch dann halt wieder Ryder nennen. Wenn ihr aber halt den Vornamen ändert, dann werden sie euch immer und jeder Ryder nennen. Der Vater nennt sein eigenes Kind auch Ryder. Er sagt wieder Kind, noch sonstiges oder Tochter oder Sohn. Und finde ich auch trotzdem, ja, finde ich ein bisschen herzlos. Es ist wirklich so. Der Vater kam auch so ein bisschen kalt drüber. Naja, egal. Im Großen und Ganzen gefällt mir das Spiel aber ganz gut. Man kann es nicht jedem recht machen. Denkt dran. Die Entwickler tun auch nur, was sie können. Sie versuchen, auf das zu hören. Und wenn wir mal ehrlich sind, BioWare versucht da wirklich den Kunden immer wirklich das zu bieten, was sie halt wollen und was sie können. Aber wie ist die Menschheit denn so? Wir können nie genug kriegen, ne? Wir können wirklich nie genug kriegen und wir haben an allem was zu meckern, sage ich jetzt mal. Und das stimmt. Ich beurteile ein Spiel, mir gefällt das nicht, mir gefällt das nicht. Ja, mir gefällt das auch wirklich nicht. Es gibt aber auch andere Sachen, die mir wirklich gefallen. Mir gefällt das mit der Garderobe, mir gefällt das, dass wir jetzt Liara gehört haben, dass das noch ein bisschen von der Vergangenheit ist. Nyrene, also dieser Cousin von Nyrene, mit den Charakteren bin ich auch noch nicht ganz warm geworden, wird aber vielleicht noch kommen. Peavy finde ich ganz klasse zum Beispiel. Die Turianerin, da habe ich den Namen jetzt schon wieder von vergessen. Lexi. War das Lexi? Ich glaube. Auf jeden Fall, ja. Sam ist so ein männlicher Edie. Ich fand Edie wesentlich amüsanter, aber ja, wie gesagt, es ist jedem seine eigene Meinung und man kann es nicht jedem recht machen. Ich finde es so gut, wie es ist. Klar gibt es Verbesserungen, aber mein Gott, dann versuchen sie es halt beim nächsten Spiel. Im Grunde gesehen könnte ja eigentlich froh sein, dass sie uns nicht immer das perfekteste Spiel liefern, denn so werden sie immer weiter mehrere Spiele rausbringen und versuchen es uns recht zu machen. Ja, so. Die Testversion ist jetzt wie gesagt vorbei. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns im eigentlichen Let's Play am 23. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.